Ja, auch von meiner Seite, es dürft nicht so lang funktioniert, einen schönen guten Nachmittag. Dräng mich sonst nicht so auf, aber diese Veranstaltung ist natürlich für mich ganz, ganz eine besonders wichtige und auch hervorstechende Veranstaltung. Und ich beglücke die Organisatoren und Organisatorinnen der Alternativ Energiesternfahrt 2009 sehr, sehr herzlich, weil ich mir denke, so viele tolle Modelle auf einen Platz zu bekommen und zu einer Sternfahrt zusammenzubekommen, das ist schon einzigartig. Sie findet ja seit 2006 das vierte Mal statt und von Jahr zu Jahr wächst diese Veranstaltung und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind ja nicht nur aus Kärnten, sondern sie sind ja aus dem Alpen-Adria-Raum, aber auch natürlich aus Deutschland. Also ich begrüße sehr, sehr herzlich, auch ich glaube im Namen aller und meiner Kollegen und Kolleginnen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Slowenien, Italien, aus der Schweiz, aber auch aus Deutschland. Ich hoffe, hoffentlich niemanden vergessen und natürlich unsere Kärntner und Kärntner Vorreiter und Pionierinnen, die auf einen Weg setzen, der nachhaltig ist, der umweltfreundlich ist, der ökologisch ist und der klimabilanzierend auf Null ist. Also ich denke, dieser Weg ist ein ganz, ganz wichtiger Weg. Wir in der Stadt werden natürlich versuchen, auch Maßnahmen für Elektromobilität, nachhaltige Energie zu setzen. Und es ist mir besonders ein großes, großes Anliegen und auch eine große Freude. Und ich denke, nächstes Jahr werden wir versuchen, die Rahmenbedingungen in der Stadt noch zu verbessern, sodass Sie sich noch wohler in dieser Stadt fühlen werden. Ich möchte Ihnen schöne Tage in Kärnten wünschen. Ich möchte herzlich noch einmal zu dieser großartigen Veranstaltung gratulieren und ich wünsche uns ein Wiedersehen im Jahr 2010. Danke vielmals.